Wenn im Spreewald die Sonne scheint, dann ist der Spreewälder grundsätzlich auf dem Wasser. Ja, und was macht man im Spreewald im allertiefsten Winter, wenn alles zugeschneit ist? Na, das ist doch ganz klar. Da schweißt man ein paar Stabelektroden. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Ich hatte ja versprochen am Anfang des Jahres, ich will mir mal diese Stabelektroden hier angucken. Das ist so ein Packen, da sind verschiedene Durchmesser drin, also Kernstabdurchmesser. Einmal 2 mm, einmal 2,5 mm und 3,25 mm. Und ich möchte auch so ein ganz kleines Tutorial machen, wie man das vielleicht halbwegs gut hinbekommt für diejenigen, die das noch üben wollen, können, müssen. Ja, und dann gucken wir uns mal an, wie das so geht. Also, in dem Packen hier sind verschiedene Elektroden drin. Und jede Elektrode hat so ihren Einsatzbereich. Ne? Also dünne Elektroden für dünnes Material, ja, und dicke Elektroden für dickes Material. So einfach ist es eigentlich. Und da habe ich verschiedene Proben vorbereitet. Ach so, um jetzt nochmal Klarheit zu schaffen, ich werde hier oben jetzt mal immer unbezahlte Werbung hinschreiben. Ich habe natürlich alles selber bezahlt, klar. Aber da sind bei YouTube Abmahnanwälte unterwegs und ich habe jetzt 100 Abonnenten, also danke nochmal an der Stelle für jeden, der dabei ist. Und ich will natürlich dem aus dem Weg gehen, dass ich abgemahnt werde. Einfach nur, mir geht es einfach nur ums Schweißen, das wisst ihr ja, wenn mein Kanal verfolgt. Und mit irgendwas muss ich ja schweißen, Luftelektroden wurden leider noch nicht erfunden, also muss ich das da oben reinschreiben. Naja, mache ich halt. Ich denke, das wird euch nicht stören. Gucken wir nochmal die erste Elektrode an. Das ist hier eine 2,5er Elektrode. Naja, der Messschieber sagt ein bisschen weniger. So, da nehme ich mir eine von. Da werde ich einen Stoß schweißen mit. Dann werde ich mir nochmal eine stärkere Elektrode hier rauszaubern. Also es ist so eine Packung hier. Ihr wisst, ich stehe auf so eine gelbe Verpackung. Ich habe ja mal diese Kjellberg-Elektroden genutzt bisher. Da haben wir hier ein paar dickere Elektroden, die werde ich mir dann auch nochmal zu Gemüte führen. Das müssten dann die 3,25er sein. Da sagt, naja, 3,3 sagt er. Und dann habe ich noch die 2er, werde ich euch jetzt nicht vormessen, die haben eben 2 mm Kernstab. Da will ich dann ein bisschen was Feineres mitschweißen. Aber soweit so gut. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich fange mit so einem Flachstahl an. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr anfangen wollt, 2,5 mm Elektrode, so ein Flachstahl, und ich denke mal, das wird so die ersten und besten Erfolge bringen. Ich werde auch noch mal kurz zeigen, wie man das so am besten so macht, wie man anstreicht, in welchem Winkel man das Ganze halten sollte. Und ja, ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. So, als ersten Kandidaten habe ich hier zwei Flachstähle, die ich so auf Stoß zusammenschweißen möchte. Und ihr seht schon, hier ist so eine Zunderschicht dran auf dem Flachstahl. Den habe ich mit dieser Fächerscheibe erstmal weggeschliffen. Ganz einfach, weil die Elektrode besser zündet. Und man dann eben keine Rückstandsreste in dieser Naht hat, wenn man das so verschweißt. Dann habe ich mir die 2,5 mm Elektrode ausgewählt. Da werde ich jetzt hier einmal von der Seite schweißen. Und das ist schon fast ein bisschen dick dafür. Also entweder hätte ich jetzt anfasen müssen, also so eine V-Naht auf beiden Seiten. Dann würde ich das mit einer Seite schweißen können. Man kann es auch von beiden Seiten schweißen bei der Dicke. Dann hat man es auch auf jeden Fall richtig durchgeschweißt. Und bei dieser 2,5er Elektrode, da ist so ein Einsatzbereich von 80 bis 100 Ampere vorgeschlagen. Die Elektroden sind alle für Niedriglegierten, beziehungsweise für ja, Wald- und Wiesenbaustall, sage ich jetzt mal, werden alle am Minuspol angeschlossen. Und da werde ich jetzt hier als erstes so eine kleine Raupe ziehen. Und ich will euch nochmal kurz zeigen, wie das mit diesem Anstreichen funktioniert. Kommen wir also gleich nochmal zu. Und welchen Winkel vor allem, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Ja, also Thema Anstreichen, ne? Ihr nehmt die Elektrode und ich habe jetzt mal hier so ein Winkelmesser und empfohlen ist so ein Winkel von 70 bis 80 Grad, also quasi der untere Winkel hier, ja. Den soll man so halten und dann streicht man die Elektrode, also diese hier, die streicht man so ganz vorsichtig, als würde man mit einem Pinsel was anpinseln, ganz, aber ganz klein, ganz, eine ganz kleine Stelle, die man anpinselt, dann streicht man das Ganze hier so an. Oh, ich war jetzt ein bisschen steiler, kann man schon werden, so, und dann zündet die irgendwann. So, der Helm ist auf, die Schutzausrüstung ist an, ich bin geschützt, ich habe feuerfeste Sachen an und ich habe jetzt erstmal wirklich Maximum für die Elektrode eingestellt, 100 Ampere. Wenn wir die Gegenseite nachher machen, Gegenseite will ich nachher unter so einem Schutzglas machen, dass ihr auch mal seht, wie das aussieht. Wenn wir die andere Seite machen, dann da kann man mit dem Strom auch ein Stück weit runtergehen, weil die Probe dann warm ist. Aber wir machen es erstmal so. Also ich hoffe, ihr seht was. Ich versuche das jetzt hier anzustreichen.
Gut. Also, wir haben hier was hingezaubert. Ihr seht, es hat ein bisschen gespritzt, weil Strom war vielleicht doch ein bisschen hoch eingestellt, hat sofort gezündet. Wir gucken mal, wir kühlen uns das jetzt ab, gucken wir es uns an und dann machen wir die Gegenseite auch nochmal mit aus der Sicht des Schweißers. So, mit der Drahtbürste gereinigt. Nur mit der einfachen Drahtbürste sieht es so aus. Man hat also ein paar Spritzer drauf. Mein Problem ist, ich muss aus einem ganz komischen Winkel schweißen, damit ich das mit der Kamera eingefangen kriege. Aber ich denke mal, das ist okay. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen hübscher noch auf der Gegenseite hinzubekommen. Ich drehe den Strom etwas runter, denn mein Blech ist schon ein bisschen erwärmt. Da braucht man nicht mehr ganz so viel Strom. Auf dem extra Blech zünden und ab geht die Post. So, gut, bessere Position für mich gefunden zum Schweißen mit Handy. Mal gucken, wie es aussieht. Also es sieht jetzt schon wesentlich besser aus als das, was ich vorher gemacht habe, weil ich jetzt einfach in einem günstigeren Winkel stehe. Wenn ihr die Schlacke abmacht, setzt euch eine Schutzbrille auf, nehmt einen Schlackehammer und siehe da, bessere Schweißposition für mich mit Kamera gefunden und die Naht sieht auch gleich etwas besser aus. Und dann nimmt mal so eine Drahtbürste, bürstet das kurz über. Und schon glänzt es. Es ist aber auch nicht sehr heiß, auch mit Handschuhen. Ne? So, kann man jetzt erstmal so nehmen. Ich denke mal von beiden Seiten geschweißt. Es wird auf beiden Seiten, es wird jetzt durchgeschweißt sein. Dann kommen wir mal zu einem bisschen dickeren Material mit der 325er. Ja, erste Probe haben wir. Der Anfang sah ein bisschen bucklig aus. Ganz einfach, weil ich so ein bisschen weit weg schräg schweißen musste für die Kamera. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mich hinter die Kamera stelle, so die Kamera so fast umarme von hinten. Und dann ist das wesentlich günstiger oder besser geworden. Ein paar kleine Schweißspritzer sind drauf. Strom habe ich vielleicht noch fast ein bisschen hoch eingestellt. Könnte man demnächst noch runtergehen. Ja, aber hat gleich gezündet. Beim Wiederzünden musste man manchmal klopfen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich den Strom ein bisschen hoch eingestellt habe. Was machen wir als nächstes? Jetzt nehmen wir die 325er Elektrode. Und für meine Verhältnisse doch relativ starkes Material. Nehmen wir zwei Proben, machen wir einen kleinen Stoß mit. Ja, das könnte so ein Anschweißband oder Torband sein, was man so an sein Gartentor schweißt. Und das hat eine Materialstärke von, na, das sind jetzt hier gute 8 mm. Ne? Also ich glaube, das ist schon für so einen Hobbyschweißer eine ordentliche Stärke. Dann nehmen wir die 325er Elektrode und wir stellen mal die 140 Ampere, das ist also so das Maximum, was empfohlen ist für diese Materialstärke ein. Da würde ich die eine Seite wieder erst aus Schweißersicht schweißen und die andere Seite, die machen wir dann wieder unter dem Schirm. Ne? Und da gehe ich dann auch mit dem Strom wieder leicht zurück, weil ich bringe erstmal Wärme rein und wenn die Elektrode gut läuft, dann machen wir die Rückseite. So, also gut ist immer, wenn man sich die Probe in eine Wannenposition bringt, dann kommt man nämlich gut zu Rande. Ich nehme hier wieder meinen Winkel von 70 bis 80 Grad ein und dazu passe ich auf, dass ich zwischen diesen 90 Grad hier Winkelhalbierende nehme. So, und jetzt habe ich wirklich auch die 140 Ampere eingestellt. Ich pendel so ganz leicht hin und her und ziehe das Ganze dann durch und die andere Seite mache ich ja dann hinterm Schweißschirm und da gehe ich dann auch nochmal so 10, 15 Ampere runter, weil das Werkstück ja dann ordentlich Wärme sicherlich drin hat. Wir gucken mal, wie es funktioniert. So, jetzt wieder hinterm Schweißschirm. Ich hoffe, ihr könnt gut sehen. Jawohl, klappt es gleich. Ich hoffe, ihr seht es gut. So, das ging auch viel besser von der Hand. Man merkt, dass die Probe warm war. Gucken wir uns gleich an. Also man hat sofort gemerkt, dass es bei der Gegenseite noch ein bisschen besser und flüssiger ging, weil das Werkstück warm ist. Schutzbrille setze ich natürlich wieder auf und die Schlacke geht jetzt fast von alleine ab. Also das war, man merkt, dass das Material mit warm wesentlich besser schweißt.
Hier hängt noch ein bisschen Schlacke rum. Ich glaube, ich mache mal kurz die Gratbürste. Ich bürste das jetzt nur mal über. So, und ich denke, damit kann man doch leben, oder? Natürlich ist es nicht ganz durchgeschweißt. Wir haben hier innen drin einen Luftspalt. Man hätte das Ganze hier also vorher anfasen müssen, dieses Bauteil. Dann wäre man vielleicht richtig eingedrungen, ja. Aber es ist jetzt hier nur so ein Beispielschweißen. Das kann man noch richtig schön mit der rotierenden Drahtbürste sauber machen. Werde ich gleich auch noch machen. Und also ich bin damit echt zufrieden, ja. Also das hat gut funktioniert. Und wenn ihr euer Torband oder Anschweißband auch so anschweißt, das würde auch halten, ja. Also ich will nachher nochmal kurz drauf eingehen, was man dann machen kann und darf und eben nicht. Und ich glaube, für den privaten Gebrauch ist das mehr als ausreichend, was man. Und wir reden hier von einer Stabelektrode, ja. Oh Mensch, super. Das ist richtig klasse geworden. Das hier war die erste Seite, die ich mit euch gemacht habe, ja. Die ohne Schutzschirm sozusagen, die ist schon klasse geworden. Also die Maximalwerte, die haben ja gepasst vom Einstellen. Und danach die unterm Schutzschirm, die sind mal richtig, also man merkt, dass das Material schon ordentlich Wärme hatte, ist ja mal richtig schön geworden. Also wir reden hier von einer Stabelektrode und das ist halt cool. Also ich glaube, da braucht sich diese Elektrode nicht verstecken und euer Anschweißband als Tor würde es auch halten. Ja, zu guter Letzt hier noch dieser Stoß, den ich versprochen habe. Materialstärke 1,7er Quadratrohr Stahl. Kommt so aufeinander, könnte jetzt ein Gartenzaun oder irgendwas sein, ne, wo ihr eben so eine Gitter einschweißt. Heften welchen schnell allein und die Nähte machen wir wieder wie gehabt. Einmal diese Stoßnaht, ne, einmal mit Schweißschirm, einmal ohne und einmal die Kehlnaht. Und dann gucken wir es uns an, soll ja nicht zu langatmig werden. Jo. Ja, ihr seht, ich habe meine Probe geheftet an allen vier Seiten. Und wie man Hefter macht, habt ihr schon mal gesehen. Damit es jetzt nicht so ewig dauert, wie gesagt, werde ich jetzt mal loslegen. Ich habe meine 2 mm Elektrode eingespannt. Und dann machen wir jetzt die erste Stoßgeschichte hier. Und dann geht's auch gleich los, ne? So. Na, dann wollen wir mal. Mal gucken, ob ihr auch was seht. Ich denke schon. Gut, das war der erste Stoß. Gegenseite machen wir jetzt gleich noch unter dem Schweißschirm und dann noch die Kehlnähte. Ja, ruckzuck noch die Gegenseite gemacht unter dem Schweißschirm. Da gucken wir mal, wie das so läuft. So, Gegenseite gemacht. Und dann werde ich jetzt mal schnell die Schlacke abmachen und dann werden wir nur die Kehlnähte machen. So, wenn die Schlacke so hier abgeht, dann war es gut und es sieht auch gut aus. Ich mache jetzt noch die Kehlnähte, dann bürste ich alles nochmal über und ich denke mal, Schweißposition habe ich gefunden, hat sich echt klasse gemacht. Also für die erste Kehlnaht habe ich mir das Ganze wieder schön in die Wandposition gebracht. Und vor allem könnt ihr dann eben auch gut sehen. Und ja, probieren wir mal, legen wir gleich mal los. So, der erste und den zweiten machen wir gleich noch hinterm Schweißschirm. Und los geht die Gegenseite hinterm Schweißschirm. So, das haben wir. Ja. Ich denke, das ist okay so. Ich bürste es nochmal ordentlich über, gucken wir uns dann nochmal an. Also ich würde meinen, 3 verschiedene Durchmesser von Elektroden und 3 verschiedene Ergebnisse. Das ist okay für einen Heimwerkergebrauch oder für einen Heimwerkerbastler wie mich ist das völlig okay. Hier auch das dicke Material, ne? Das hat gut funktioniert. Ja, also ganz brauchbar. Und
Wie gesagt, der Charme bei diesen Mischpackungen finde ich, auch gerade so für einen Anfänger ist es immer, ihr habt von allem was dabei. Und gerade wenn man sich da so ein bisschen durchprobieren will, sonst müsst ihr euch ein Kilo von dem kaufen, ein Kilo von der anderen, dann ist es relativ teuer. Und hier zahlt man, glaube ich, 10 Euro oder so müssen es gewesen sein. Da zahlt man die und da kann man sich schon so ein bisschen dran ausprobieren, ja. Finde ich völlig in Ordnung und ich denke mal, die werden ihren Weg nochmal in meinen Einkaufswagen finden. Es ist kalt in der Garage. Also, hat gut geklappt. Wie gesagt, ich denke, ich werde mir die nochmal besorgen. Ich komme mit so ein paar Elektronen, kommt man eine ganze Weile mit hin. Jetzt nochmal kurze Anmerkung in eigener Sache. Alles, was ich hier gemacht habe, ist für den Hobbybereich, für den Heimwerker, der sich zu Hause irgendwo was zusammenbastelt. Ja, und ja, wenn ihr euch eine Schubkarre repariert, wenn ihr euch ein Gartentürchen baut, wenn ihr euch ein Gartentor baut, wenn ihr euch eine Feuerschale baut, alles völlig okay. Das könnt ihr gerne machen. Dafür kann man das machen, was ich jetzt hier gezeigt habe. Wenn es doch in eine andere Richtung geht, hängen irgendwo Menschenleben dran. Aufzüge, Luftfahrt, irgendwo schwebende Lasten, alles, wo irgendwo was passieren kann. Für sowas gibt es wirklich geschulte und geprüfte Schweißer. Und das sollte man, dieses Feld sollte man denen auch überlassen. Es ist wirklich für jedes Verfahren, also sei es Elektrode, sei es jetzt eben diese Kehlnaht, ja, dann muss der Schweißer eine Prüfung ablegen und das in einem Wiederholungsintervall. Ja, und dann nur dann unterschreibt er in der seiner Firma mit seinem Namen dafür, dass das auch alles so passt. Also das würde jetzt hier zum Beispiel keine Schweißnaht bestehen, denn wie gesagt, ich habe hier einen Luftspalt drin, ich hätte es vorher anphasen müssen. Da wird die Schweißprobe von dem Schweißer eben durchgeschnitten, dann wird geguckt, wie viele Poren sind drin. Es ist wirklich ein großer, großer bürokratischer Aufwand denn und der ist zu Recht und berechtigt da, dass nicht jeder irgendwo überall dran rumschweißen kann. Das wollte ich eben nochmal kurz sagen. Nehmt eure Schutzausrüstung, seid safe, belüftet euch gut hier in eurer Garage oder im Freien, wenn ihr dort irgendwo schweißt. Seid sicher, dann habt auch eine Menge Spaß dran am Schweißen und vor allem auch lange und daran ist mir auch gelegen, ja. So, hier übrigens die nächsten Dosen, das wird mich das ganze Jahr verfolgen, aber gucken wir mal. Ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwann geschweißt. Also, bis zum nächsten Spreewälder.